Howdy! Willkommen zum Wilden Westen hier in Red Dead Redemption 2. Ein Titel von Rockstar Games, der die ganze Branche mal wieder revolutioniert hat. Einen Metascore von 97 hat das Spiel hier vorzuweisen und ist somit eins der bestbewertetsten ever. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mir das mal anschaue. Ich muss zugeben, ich kenne zwar Red Dead Redemption 1, aber habe es nie gezockt. Bin also von daher ein kompletter Noob. Ich gucke mir das völlig blind an. Zusammen mit euch hier im Live-Let's Show. Geplant sind so circa die ersten 2 Stunden. Und ich lasse mich mal drauf ein. Bin ganz gespannt, was mich hier erwartet. Aber wenn das Spiel so krasse Wertungen einfährt, dann muss das auch ganz gut begründet sein und das wird es wohl auch, weil von dem, was ich so mitbekommen habe, ist es sehr, sehr realistisch in seiner Umsetzung. Das Spiel wächst quasi mit dem Spieler, es lebt auch mit dem Spieler. Gibt halt so Details wie zum Beispiel, dass der Bart in Realtime von dem Charakter wächst und man muss dann zum Friseur gehen, um sich zu rasieren. Also das ist nur ein Beispiel. Es gibt über 200 Tierarten in dem Spiel. Riesige Open World, die auch verdammt gut umgesetzt sein soll. Es sieht megamäßig aus, sieht man schon an diesem kleinen Streifen hier, wird man aber gleich in-game noch besser sehen. Ja, bin wirklich ganz, ganz gespannt. Es ist schon erhältlich seit dem 26.10.2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Zeittechnisch spielt es so spätes 19. Jahrhundert, sprich gegen Ende des Wilden Westens. Und ja, es ist der dritte Teil eigentlich, das wollte ich noch dazu sagen. Eigentlich ist Red Dead Redemption 1, wie hieß es noch gleich, Red Dead Revolver, genau so. Dann kam Red Dead Redemption und jetzt kommt Red Dead Redemption 2, aber es ist sozusagen der dritte Eintrag des Franchises. Und ich bin mal gespannt, was Rockstar hier auf die Beine gestellt hat. An der Stelle auch vielen Dank an den Michael von Rockstar Deutschland fürs Zusenden des Spiels. Wir zocken die Xbox One X Version in 4K, es wird zwar nur in 1044p gestreamt, weil mein PC ja im Arsch ist, aber es wird trotzdem geil aussehen. Ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob es die auch im freien Verkauf gibt, noch so eine Map bekommen. Die ist so riesig, ich kann sie euch gar nicht komplett zeigen. Ach du Scheiße. Nee, nicht annähernd. Ist aber ziemlich geil. Warte mal, ich geh mal noch weiter hinter. Das zeigt einem halt so ein bisschen, wie verdammt groß die Spielwelt ist. Und was da alles dabei ist. Was haben wir denn hier? New Austin, West Elizabeth, New Hanover. Unser Hannover ist langweilig dagegen. Und ja, noch vieles mehr. Krass, einfach krass. Jetzt haben wir aber genug rumgelabert. Jetzt starten wir. Oh, und wundert mich, dass wir zu dieser späten Stunde jetzt noch 2300 Zuschauer erreichen. Hallo, Grüße an alle. Und viel Spaß mit Red Dead Redemption 2. Im Jahr 1899 zeigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Alter. Geht so. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein
Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Rockstar Games präsentiert. Red Dead Redemption 2. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Kapitel 1. Coulter. Bring him in here. Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davey. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So
They both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. We need you strong. Okay. All right, let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. What are you waiting for? We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather! Been 2 days or more like this now. It has to blow over soon. Okay, sorry. Erstmal keine Kamera, dann keinen Ton. Ich hoffe, das wird sich ab Anfang Dezember legen, wenn ich dann meinen neuen Master-PC habe. Weil der aktuelle, ja, der macht halt noch seine Problemchen, gerade bei so einem aufwendigen Stream wie hier. Das packt er nicht ganz. Aber gut, ich habe gerade erklärt, dass es kein Horrorspiel, auch wenn ihr das gerade vermutet hattet, also einige von euch, die sich vielleicht nicht ganz so gut auskennen. Es ist ein Action-Adventure, wir spielen, wie gesagt, den Arthur im Wilden Westen, gegen Ende des Wilden Westens und Ende des 19. Jahrhunderts und wir sind mit unserer Gang unterwegs. Mit der sind wir sozusagen Outlaws, die ein Leben in Freiheit leben wollen, aber mit der Regierung an sich nichts zu tun haben wollen. Das ist sozusagen, ja, der Kerninhalt der Story. Und ich betone nochmal, ich habe kein Red Dead Redemption gespielt und auch GTA, was ja auch von Rockstar Games stammt, nur sporadisch gezockt. Das Einzige, was ich, ja, ein bisschen intensiver gezockt hatte, das war L.A. Noire. Aber sonst keine Erfahrung. Es wird also leicht auch ein Ticken noobig. Mal gucken. Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was. Muss schon sagen, der Schneesturm sieht sehr realistisch und mega epic aus. Also da siehst du halt schon, in welche Richtung das Game hier geht. Krass beeindruckend auf jeden Fall. Dankeschön an MaxNex Gamer, Finn Salty, Spyro Dragon Games und Alex Santos für die Kanalmitgliedschaft. In der Formation nach vorne bewegen. Also, tippe zweimal auf A und halte A gedrückt, während du. Ja, mache ich doch die ganze Zeit schon. Warum wurde das jetzt eingeblendet? Seltsam.
Die Atmosphäre ist schon geil, ja. Falls ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne stellen. Ich weiß zwar auch nicht alles, denn wie gesagt, es ist völlig blind, aber falls, werde ich sie beantworten. Ja, es ist ein Live-Let's-Show, also wir spielen die ersten 2 Stunden des Spiels, um so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, aber wie bei jedem Open-World-Game, es ist riesig, selbst in den ersten 2 Stunden kann man nur einen kleinen Ansatz von dem, was das Game zu bieten hat, erfahren. Aber es war ein Zuschauerwunsch von vielen und der wird hier erfüllt. Gucken wir das mal an. Live mit euch. Und wenn irgendwas mit dem Sound nicht stimmen sollte, dann wie vorhin schön den Chat voll spammen. Gott. Wirklich ein heftiger Schneesturm. Ich bin froh, dass ich da nicht an seiner Stelle bin. Das wäre mir viel zu kalt. Absolut nicht meins. Gefährlich. Murphy, vielen Dank für 229 Trinkgeld. Moin Dom, ich verfolge dich schon seit 5,5 Jahren. Danke für die lange Treue, mein Lieber. Und iMichi HD wurde VIP-Abo. Sehr schön. Stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. Okay. Bin froh, dass meine Gefährten hier den Weg kennen. Alleine wäre ich ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Ja, ich bin mal gespannt, was das Spiel so für Möglichkeiten bietet. Klar, am Anfang wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen linear sein, weil man muss ja auch erstmal eingeführt werden. Aber dann... Wir haben sicher auch sehr, sehr viele im Chat, die sich bestens mit dem Spiel auskennen. Also, wenn ich irgendwas falsch mache, dann gerne berichtigen. Aber freundlich, wenn es geht, danke. Hilfe werde ich auf jeden Fall benötigen, da bin ich mir sehr sicher. Ein Haltepfosten. Da ist einer. Also, mein liebes Pferd, danke fürs Hertransportieren. Soweit ich weiß, kann man sogar, wenn der Wind richtig, richtig stark ist, seinen Hut verlieren und muss den auch aufsammeln, ansonsten ist er weg. Dann, glaube ich, muss man sich einen neuen kaufen. Also, nur das... Nochmal als Beispiel für die Realistik. Okay. Arthur, take cover in that shed over there. Not there. Over in the cattle shed. Ja, ja, ich bin nur vorsichtig, ist gut. Ich befürchte gleich eine Schießerei. Hä, hey, was will er denn? Gib dich zum Schuppen. Welcher denn? Es gibt hier mehrere. Also der hier war offensichtlich nicht richtig. Du sollst in den Schuppen gehen. Ja, will ich ja. Okay, das hapert ja schnell. Gibt es irgendwo eine Zielmarkierung auf der Karte oder sowas? Also das hier ist ein Haus. Das daneben war ein Schuppen. Da konnte ich aber nicht rein. Das hier ist auch ein Schuppen? Oder was? Ein Viehschuppen. Ja, und woher soll ich jetzt wissen, wo ein Viehschuppen ist? Das ist so peinlich.
Gelb markiert auf der Karte. Okay. Zusammen schaffen wir das schon. Also da wollen sie mich haben. Na gut. Ja, aber hey, komm, woher soll ich das wissen? Jetzt zufrieden. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur, need some. There's a body in the wagon. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now. Shit. Oh. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen die Pistole, oder? Now, friend. I ain't asking for much. Gleich gibt's eine Eskalation. I am. Soll ich schießen? Kind of desperate. Hey. Headshot. Oh. Ich wusste, dass das passieren wird. Headshot. Und wieso muss die Scheiß Cam jetzt freezen, Alter? Schön aus dem Handgelenk erledigt. Ach so, das ist die Böse. Ich dachte, das wäre mein Kumpel gewesen. Ich habe gerade nicht drauf achten können wegen der Cam. Vorhin konnte er doch auch darüber springen. Warum denn jetzt nicht? Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food. Medicine, whiskey. Wollen wir doch mal sehen, was wir so finden können. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Der Gesichtsausdruck hat wenigstens überraschend gut zur Situation gepasst. Na dann. Oh, wir haben Low HP, wir müssen uns heilen. Bohnen, okay. Die haben schon mal ganz gut geschmeckt. Er hat sie noch gar nicht gegessen. Okay. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Ich will mal lieber nichts verpassen hier. Gibt schon einiges, was wir hier mitnehmen können. Oder was meinst du, Bro? Keep searching while I pack these on the horse. Ich guck mal oben nach. Meet me out here when you're done. Boah, aber wenn man das noch nie gespielt hat, ist es schon wirklich
Nicht ganz leicht. Revolver-Muni. Was ist mit dem daneben? Warum kann man denn manche Dinge eigentlich nicht aufnehmen? Ich meine, ich stehe davor. Drücke. Jetzt macht er's? Hä? Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Schön warm ist es hier. Kann man sich die Bilder auch anschauen? Hm. Poor bastard was married too. Mein Beileid. Okay, ich glaube, wir können wieder gehen. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Ach, nicht hier? Da drüben, okay. Ist zwar überhaupt nicht meine Art Game, aber schaut nice aus. Ja, mir geht's ganz genauso. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist halt überhaupt nicht die Art Spiel, die ich normalerweise spiele. Deswegen stelle ich mich hier auch so ein bisschen an. Aber ja, es ist schon interessant auf jeden Fall. Sascha Erich und Cookie.de, danke für die Kanalmitgliedschaft. And Y für 1 Euro Trinkgeld und Spyro Dragon Games für 2. Anika wurde ebenfalls Kanalmitglied, freut mich sehr. So, vorne rein können wir glaube ich nicht, vielleicht durchs Fenster. Nein. Wobei die Markierung hier vorne ist, ne? Wie zur Hölle komme ich denn da rein? Ups. Ach, auf einmal kann das doch aufwachen. Also das fällt mir jetzt schon häufiger auf, die Möglichkeiten zu interagieren. Das ist alles sehr, sehr undeutlich. Oh shit. Oh nein, nicht das auch noch. Hau ihn kaputt! Oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Na los, rede! Du sollst reden! With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you best doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Please. Please. Spare me. I promise you won't see me again, Porter. I won't. Als Maul. Voll asozial. Er hat uns alles gesagt und trotzdem wurde er umgenietet. Tja.
So lief das damals eben. Ey, verdammt nochmal. Sachen aufnehmen ist wirklich furchtbar. Oder wollen die, dass ich mich bücke? Also ich mache hier offensichtlich etwas falsch. Ich kann den Hut nicht aufnehmen. Ich kann den Hut einfach nicht aufnehmen. Er hätte dich verraten, sieh's ein. Ja. Kannst die Leiche auch plündern. Okay. Die Frage ist halt nur wie. Also die Steuerung gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Gedrückt halten, ja. In welchen Knopf jetzt? Weil sie wollen ja immer jemanden anderen. Jetzt. Wieso soll ich mir denn jetzt ein anderes Pferd nehmen? Was ist denn los? Beruhig dich. Alles gut, mein Lieber. Verbundenheit erreicht. Oh, wir sind Freunde. Das ging aber schnell. Komm mal mit. Wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Ich verfolge dich seit Ende 2010. Mein Lieblings-LP war damals Windbreaker. Ist es eigentlich gelöscht oder nur privat gestellt? Das alte ist gelöscht, weil es totaler Müll war. Aber Windbreaker HD kann man sich jederzeit ansehen. Ist auch deutlich besser. Maximilian Stauder, danke dir für 1 Euro Trinkgeld. Oh nein, was ist denn jetzt los? It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. So, it's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there.
that there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Now how come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, and he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. It wouldn't be the first time. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Yeah. Arme Frau war kaum bekleidet, ne? Einer hat geschrieben, sie sieht aus wie Juli. Naja. In jedem Fall war sie ganz attraktiv. Oh, sie war fast gar nichts mehr. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Oh, krass. Also optisch ist es schon allererste Sahne. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. Oh, cool. Gibt verschiedene Kameraansichten. Die hier finde ich ja mal geil. Vom Reiter quasi. Direkte Ego-Perspektive. Kann ich vielleicht auch das Pferd sehen? Oder halt das Pferd sein, so in dem Sinne? Also die Augen des Pferdes sehen? Mit den Augen des Pferdes sehen, so ist es richtig.
Leider nein, aber schöne Einstellungsoptionen auf jeden Fall. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Maximilian Stauder, danke dir für eure Trinkgeld. Hexes, kenn dich jetzt schon seit 8,5 Jahren. Ah, bist du dir sicher? Dann würdest du mich seit dem allerersten Tag kennen. Das ist dann doch etwas unwahrscheinlich, aber wenn es so sein sollte, dann trotzdem. Danke, Pexis, für langen Support. Alter, es wird mir direkt kalt, wenn ich das so sehe. Clemens Rinner, ich glaube, ich habe dich noch nicht vorgelesen. Vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Bei so Story Games ist es immer super schwer, auf alles zu achten, was im Chat und bei den Donations und im Spiel vorgeht. First Person heißt das. Ego und First Person ist dasselbe. Wenn ich jetzt mich nicht völlig vertue. Come on, boy. Horses are struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. Mir wäre kein Unterschied bekannt. This, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Gedrückt halten für Kinokamera. Oha! Das ist ja mal geil. Aber es ist schwierig. Achso, es bleibt dann aktiviert, bis ich es wieder deaktiviere. Okay. Es ist ja mega nice. Jetzt sieht es halt wirklich aus wie in einem Film, ne? Ich lasse das mal kurze Zeit aktiv. Und das macht mich gerade schon ganz schön an. Oh nein, das andere Pferd. Let's see if he can hear us. What's going on? Come on. Up there. Arriba. Schon nice, oder? Ja, Ego und First ist dasselbe. Ja, sag ich doch. Oh. Okay, ihr wartet hier. Achso, erstmal die Sachen rausholen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das Spiel wirklich mehr als realistisch ist. Du musst halt echt an alles denken, so. Wie im echten Leben auch. Es passiert nichts automatisch oder fast nichts. Eigentlich ist das schon nice. Es ist halt das erste Next-Gen-Spiel sozusagen. Moment. Ach so, Shotgun auch noch. Gut. Ach gut. Wollt's nicht übertreiben. Was sind die? Ist keine Shotgun, das ist einfach nur eine Pistole. Andere Seite vielleicht. What the hell? Benutze LT oder RT, um die abgesägte Flinte auszuwählen. Das habe ich aber alles schon gedrückt und nichts passiert. Jetzt schon? Was willst du? Hä? Oder war die jetzt wirklich auf der anderen Seite? Das kann natürlich sein. Okay. Ja, ja, doch, war sie tatsächlich. Seht ihr? Er hat sie ja jetzt hier aus dem Beutel rausgeholt. Okay. Na, ich sag's ja, es ist mehr als realistisch. Überfordert mich irgendwie. Alexandros, danke dir für 10 Euro vor einiger Zeit. Bin seit dem legendären DKC Returns LP von 2011 dabei, um... Ja, ein kleines Dankeschön für all die Videos, auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, freue ich mich jedes Video, das ich sehen kann. Verstehe ich mit der Zeit. Trotzdem danke, dass du noch hin und wieder mal reinguckst. Nein, du hast nicht RT gedrückt. Doch. Mehrmals.
Ich weiß nicht, vielleicht stimmt auch was mit meinem Controller nicht, weil wir hatten ja auch vorher Schwierigkeiten, Sachen aufzunehmen, aber ich habe mehrmals auf jeden Fall RT gedrückt. You're telling me. Nein, nein, es war nicht die falsche Taste. Es war nicht die falsche Taste, wirklich nicht. Ist jetzt egal. Ich spiele mit dem Controller schon ewig. Ich weiß schon, was RT ist. Keine Ahnung, was das Problem war. Egal. Okay. Good now. Watch your step. It's real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Schon krass, dass das Tutorial sein soll an sich, ne? Sounds closer now. Come on. We're coming, John. Wow, das ist aber hoch. Das Spiel auf der Switch. In 144p oder wie? Und du brauchst 3 SD-Cards, damit es überhaupt erst gespielt werden kann. Oder 3-mal den internen Speicher. Es gibt ja SD-Cards mit 250 GB Größe ist, glaube ich, das Maximum aktuell, oder? How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Ja, ist schon arschkalt. Here. Take a drink of that. Thanks. Ein Tee wäre mir jetzt lieber. No. Let's keep moving then. Come on. John! Der Schnee sieht realistischer aus als in echt. Ja, weil wir in echt auch kaum mehr Schnee sehen. John, wo bist du? Ich komme von da. Er kann aber ganz schön laut schreien. Da unten ist er. OMG. Ach so, ja gut. Ich dachte, der wäre da wirklich in der Schlucht. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? Think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up there. Perfect. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Getting you out of here. We'll bring them this way. Keep them away from us. Ist dann jetzt schon wieder der Ton aus gewesen, verdammte Scheiße. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. Warte, ist der jetzt wirklich für immer tot? And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing?
Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're all... This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Wir haben das doch alles schon mal gesehen. Das war keine neue Szene, das war eine alte. Muss man das jetzt ernsthaft alles von vorne machen? Du hast nicht den Control-Punkt neu geladen, hast die ganze Mission neu geladen. Na geil. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, ne? Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Scheiße. Man kann noch nicht mal die Sequenzen skippen. Seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Yeah. Ja, hart verkackt, würde ich mal sagen. Hey, stay on these tracks, come on. Let's cross. See, they continue up that way. I can see the tracks here, Arthur. Und das Spiel hat eine 100er Wertung. Ja, Blue, ich spiel's ja auch relativ schlecht. So, you were there, Javier. What really happened? Komm, das ist aber auch wirklich doof. We had the money, it seemed fine. Ich wollte doch nur den letzten Checkpoint haben. Bounty hunters? No, Pinkerton. Naja. Reden wir nochmal über die SD-Karten. Es gibt 512 GB, habt ihr geschrieben, mittlerweile schon. Okay, das ist krass. Hab ich noch nie gesehen. 250 war das Maximum, was ich so im Laden gesehen habe, aber vielleicht ist das auch einfach exklusiv. Da gibt es nur in so Spezialläden. Oder von Billigherstellern, dass es halt dann schon den großen Speicher hat, aber nicht wirklich schnell schreibt und so. Also, kannst es halt dann eigentlich nicht unbedingt verwenden. Also vor allem nicht für 4K zum Beispiel. Nur als Beispiel jetzt. Aber ja, die Karten werden auch immer größer, das stimmt. Man sieht, du kennst dich mit dem Genre echt nicht aus. Ja, es ist halt auch ein sehr eigenes. Ich finde, die Spiele von Rockstar, die spielen sich sehr, sehr eigen. Es gibt da eigentlich nichts Vergleichbares so. Ich meine, ich zocke ja jede Menge auch auf PS4 und auf Xbox, aber das war schon immer was Spezielles. Was auch nie so ganz meins war. Gerade eben habe ich mich vielleicht einfach nur verlesen oder so. Ich meine, das war ja jetzt auch hier direkt hinter mir angezeigt worden, dummerweise. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, dass es eigentlich ziemlich beschissen ist, dass das da so einfach neu gestartet werden kann. Und dann, du kannst nicht mal skippen. Wenn man zuerst pausieren müsste und dann da die Option wäre mit Mission neu starten, so wie es bei fast allen Spielen auch ist, dann ist ja okay. Aber du kannst dich hier halt echt leicht verdrücken. Aber gut, letztlich ist es natürlich meine Schuld, klar. Ich sehe aber nur denselben Screen wie ihr. Also demnach auch nicht, was da hinten gerade angezeigt wurde. Naja, wir haben ihn ja gleich nochmal gefunden. Wow.
B gedrückt halten für Cutscene-Skips. Nee, es ging gerade nicht. Die erste konnte ich ja skippen. Aber dann nicht mehr. Warum auch immer. Ja, tut mir jetzt auch leid. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Nein, was Rockstar betrifft, gibt es nichts, was man damit vergleichen kann. Ja, es ist einfach so. So, jetzt schauen wir mal, ob das hier wenigstens diesmal gut funktioniert. Jetzt habe ich mal LB gedrückt. RB. Okay, und jetzt kommen wir zu RT. Tut sich nichts. Warum? Jetzt schon. Oder, ach so, musste ich erstmal diese Aufforderung fressen, so von wegen, hey, nimm deine Flinte? Weil jetzt ist sie da. Ganz komisch. Wie auch immer. Ich fand auch L.A. Noire zum Beispiel auch sehr, sehr sperrig. Mochte das Spiel zwar, aber... Steuerung, Menü... ist bei Rockstar nicht so mein Ding. Müsste erst auf den Revolver gehen. Okay. It's slippery, be careful. Watch your head here. Warum man das aber nicht vorher drehen kann, verstehe ich halt auch nicht. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Das Spiel ist zwar nice, aber ein GTA-Fake. Ja gut. Also das stimmt schon, dass Red Dead, aber auch L.A. Noire so ein bisschen die GTA-Gene drin hat. Aber es ist schon, ja, ist schon nicht dasselbe. Aber man merkt zweifelsohne, dass es halt das Vorbild ist und dass es von Rockstar stammt. Klar. Zuvor ein komplettes LP zu machen. Nein, auf keinen Fall. Du siehst doch auch, ich bin zu blöd dafür. Ach ja, noch was wegen dem Bourbon gerade. Muss zugeben, ich wusste tatsächlich nicht, dass Alkohol auch warm halten kann. Klar, es brennt, wenn du säufst, gerade sowas wie das hier. Aber das ist auch wirklich nachhaltige Wärme in den Körper spült, produziert, erwirkt. Das ist mir neu. Immerhin was gelernt. John, can you hear me? John! John, where are you? RDR 2 ist besser als GTA. Ja, gut. Ist halt Ansichtssache, ne? Die Spiele sind immer relativ hoch bewertet. Es wärmt nur kurzfristig. Na gut, immerhin. Immerhin. That's quite a scratch you got there. Und auch jetzt halte ich B gedrückt, ich kann die Sequenz aber nicht skippen. You don't look so good. I don't feel too good neither. Freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way.
Ach so, Aufklärung im Chat. Alkohol wärmt nur anfangs, dann kühlt er aber ab. Also man sollte es eigentlich dann doch nicht trinken. Ich mach mir jetzt einen Glühwein. Das passt ganz gut. Den könnte ich jetzt auch gebrauchen. So, jetzt wollen wir hier mal nicht verkacken. Zum zweiten Mal. Nimm deine Flinte und niet die um. Warte, was? Ich soll die Pferde holen? Und warum hat er denn jetzt eigentlich die Waffe in der Hand? Vorher war das nämlich nicht so. Ich habe die ganze Zeit LT gedrückt gehalten, um zu schießen, aber er hat die Waffe nicht in der Hand gehalten. Und jetzt schon? Okay. Als ob. Nein! Wow! Lad nach! Okay. Es war knapp, aber es hat funktioniert. Die Wölfe sehen so nice aus, ohne Flachs. Optik kann das Spiel zweifelsohne. Was ist denn eigentlich dieses andere Symbol neben meiner Lebensanzeige? Dieser Blitz? Adrenalin oder was soll das sein? Es gibt aber auch einige Frame-Drops, selbst auf der Xbox One X-Version. Also ich habe mir ja im Vorfeld auch Analysen reingezogen. Die Xbox-Version ist schon die beste, aber man merkt, dass die aktuellen Konsolen mit dem Spiel eigentlich nicht klarkommen. Lol, was war das gerade? Das Pferd hat ihn einfach tot getrampelt. Oh, da vorne gibt es aber weitere Viecher, die Stress machen. Voll in den Arsch geschossen. Es wird bestimmt auch irgendwann eine PC-Version geben, aber aktuell ist die noch nicht angekündigt. Totgetrampelt. Ja, echt so, ne? Ich wollte schießen und dann hat das Pferd ihn einfach totgetrampelt. Naja, spart ein paar Kugeln. To ride in the water for a bit, try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, ich finde auch die Musik sehr, sehr passend. Story for that scar. So, freezing, bleeding, starving. Ob das so eine gute Idee ist, in dem Fluss zu reiten? Ich ziehe es vor, an Land zu bleiben. Und Jay, danke dir für 3 Euro Trinkgeld. Hey, cool, ein neues Spiel. Ich bin nur echt müde, war heute anstrengend. Hat heute den Kurs zur Ersthelferin gemacht. Das ist ja löblich, sollte glaube ich jeder machen. Da schließe ich mich mit ein. Klar, man muss es beim Führerschein eh machen, aber mittlerweile habe ich das alles wieder vergessen. Das sollte man schon alle paar Jährchen auffrischen. Weil ich meine, man stelle sich mal vor, man muss ja nicht mal der Verursacher des Unfalls sein oder so. Man ist einfach Zeuge, kriegt mit, wie ein Unfall passiert, einer ist im Sterben und du hast dann keine Ahnung, was du machen sollst. Ich glaube, das verzeiht man sich dann hinterher nicht. Dass man sich nicht richtig informiert hat. Also sollte man machen, regelmäßig. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East?
into all it. That's civilization. I know. The West is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? Juhu, ich habe eine Mission geschafft. Kannst nicht glauben. Einige der Schüsse waren sogar gar nicht mal so schlecht, ne? When the storm breaks, we move. So, wir sollen mit Bill sprechen. Warm enough. Oh ja, erstmal aufwärmen. Das ist eine gute Idee. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. What do you think, Arthur? Well, I wasn't on that boat, so hard to say. But I trust your judgment, Dutch. Always have. Thank you, son. We have been shot at before, Hosea. I don't feel that this is honestly anything new. I hope not. Die andere Anzeige ist Ausdauer. Ah, okay. Das macht natürlich auch Sinn. So, ich glaube, jetzt können wir nach draußen gehen, weil die Personen, die wir aufsuchen sollen, die sind ja offensichtlich nicht hier. Ja, dann können wir uns zum ersten Mal mal ein bisschen mehr umschauen. Aber klar, es ist, denke ich, immer noch Tutorial. Eine Fell von vorne hat irgendwie die Stimmung kaputt gemacht. Ja, sorry. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm? Always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Oh, Jesus Christ. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Sehr schön, jetzt wird das Ganze doch schon viel dynamischer. I like that. Böse Musik ist nie gut. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move.
Ich finde es schade, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ja, aber ich glaube, die gab es bei Rockstar nie, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, GTA war auch immer auf Englisch. Vielleicht ein Hinterhalt. Ja, ich befürchte. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do nothing. Aber haben wir das Tutorial jetzt eigentlich doch schon abgeschlossen? Kommen jetzt so die ersten freien Missionen, die ich mir halt aussuchen kann? Das wirkte gerade doch so. That's how this'll end. Damn right, boss. Hold. GTA hatte nur Englisch, ja. Die deutsche Synchro würde es kaputt machen. An sich ja, aber es ist halt trotzdem kein Grund, sie nicht anzubieten. Das sollte halt schon jeder für sich selbst entscheiden, finde ich. Oh. Feuer. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Nein. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ich hab so Schiss, wieder zu verkacken. Hab ich denn überhaupt meine Waffen dabei? Wie lange hast du noch vor zu streamen? Wir werden sehen. Schon noch ein bisschen was. It's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. Sure thing. That rifle's no use to us sitting on your horse, Arthur. Zufrieden? Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Jeder NPC im Spiel hat seine eigene Stimme. Es kommt nur ganz selten vor,
dass eine, zwei Leute synchronisiert. Okay, das ist krass. Aber es haben ja auch Unmengen an Menschen an dem Spiel gearbeitet. Mit Überstunden, aber das ist ein anderes Thema. Annika, danke dir für 5 Euro. Tipp, setze beim Zielen auf Gegner oder Wölfe immer wieder neu an. Das hilft, weil er schon automatisch fokussiert und den Mann, den du gerade retten müsstest, das müsste John Marston sein. Protagonist aus Teil 1. Ach, oh. Okay. Danke für die Tipps, Annika. Aber das mit dem Autofokus habe ich auch schon gemerkt. Wollte mich mal für die coolen Videos bedanken. Vielen Dank, Chaoswaffel. Auch für die 2 € Donation. Und Paul15 und Alina G für ein jeweils. Ich hoffe, die bemerken uns nicht. Ich find's nervig, dass man im Schnee so langsam ist. Das Spiel baut halt schon sehr krass auf Realistik, ne? Das kommt dann halt auch manchmal dem Spielfluss nicht gerade zugute, sag ich mal. Das stimmt schon. Zum Beispiel die Szene hier, die hätte man halt auch irgendwie auflockern können. Aber gut, so ist es halt. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down through these trees, quick. Es gab auch 500.000 Zeilen Dialog. Das nochmal auf andere Sprachen zu vertonen, wäre aufwendig und teuer. Gut, das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass es nur auf Englisch ist. Wäre ein nachvollziehbarer Grund. Auch wenn Rockstar wirklich genug einnimmt, um das noch finanzieren zu können. Das muss man an der Stelle auch sagen. Wir haben, glaube ich, sogar einen Umsatzrekord mit dem Spiel aufgestellt. Ich habe es nicht genau verfolgt, aber war, wie alles, was sie veröffentlichen, auf jeden Fall ein gigantischer finanzieller Erfolg. Aber ja, es wäre ein Riesenaufwand, das auf jeden Fall. Okay, let's get in cover. Ready for this job to be done. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Ja, mach mal. Make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. We don't have time to debate this. Okay, fine. You make the move. Next couple days, I think. Kill every last one of these bastards! Push up! Warum hat er denn jetzt schon wieder die Waffe nicht in der Hand? Gib sie einen Mann. Nutze Arznei, ja wie denn? Ja, tot. Okay. WTF? Nimm's Gewehr. Ja, das ist alles total kompliziert. Wie wähle ich die Scheiße denn aus? Die haben mir doch auch gar nicht gesagt, wie ich mich jetzt hier heile. Kontrollpunkt neu starten, auf jeden Fall, diesmal. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go.
Kannst auch in Deckung gehen. Ja, mit LB, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hat er aber auch nicht gemacht. Okay, fine. You make the move. Ja, stattdessen öffnet sich dieses Inventar. Aber das Gewehr ist auf jeden Fall effektiver. Das wollte ich ja eigentlich auch nehmen, aber... Ja, er hat seine Pistole gezogen. Linker Stick reindrücken ist in dem Fall jetzt Deckung und nicht mehr LB. Okay. Gerade selber rausgefunden. Ups. So sehen wir nichts. Na komm, schieß ihn nieder. Ah. Er lebt noch? Getroffen. Wie viele sind denn das eigentlich? Das noch einmal. Bullshit, ich habe keine Muni mehr. Und was jetzt? Jetzt muss ich ja die Waffe nehmen, jetzt habe ich keine andere Wahl. Wobei. Wir nehmen einfach die der Gegner. Komm, zeig dich, Kleiner. Erwischt. Na, wenigstens im zweiten Versuch. Können wir auch die Leichen plündern. Ich glaube, das ging vorher am Anfang noch gar nicht. Aber jetzt. So, jetzt kann ich mit Hilfe des Steuerkreuzes ja auf meine Vorräte zugreifen. Vorhin im Kampf ging das aber nicht, seltsamerweise. Ja, du hattest noch 98 Schuss. Warum hat er dann nicht nachgeladen? Also so langsam glaube ich wirklich, dass irgendwas mit dem Controller nicht stimmt, aber das wäre das erste Mal. Ich meine, ich habe fast nach fast jedem Schuss nachgeladen. Goddammit. Er hat sich gut bewegt. Ah, nice. Weitergehen, würde ich sagen. Gut, dann bleiben wir halt hier. Oh, der war nice, der Schuss.
someone, I could kill you. Oh. Jetzt kriegen wir so langsam Probleme. Na, ist er da? Ah, wo ist denn mein Hut hin? Puh, der lebt noch. Nein! Jetzt geht's ab. Du hast es nicht bemerkt. Was denn? Mit dem Hut? Oder die Cam? Schwierig, wenn das während eines Kampfes passiert. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Ach so, ihr meint, dass der Hut schon ewig weg ist? Ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Gibt doch sicher jede Menge hier. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Hier hat einer im Kampf vor circa 2 Minuten den Hut weggeschossen. Tja, dann rest in peace, Hut. Habe ich ihn also in diesem Let's Show wohl verloren. Jetzt müssen wir uns einen neuen kaufen. Patrick Rumo, vielen Dank für... viel zu viel. 54€ Donation. Leider, ich und meine Freundin haben angefangen, immer bei einem Epic Skill oder Epic Fail von dir ein bisschen Kleingeld in eine Dose zu tun. Nun, die Dose war voll. Vielen Dank für deine LPs. Ich schätze mal, die Fails haben heute den Ausschlag gemacht. Nun, dann hat das wenigstens was Positives. Vielen Dank, auch wenn es viel zu viel ist. Mach doch bei 20 oder so Schluss. Kaktusfuß, dir auch danke für 2. Domi, ich schaue dich schon seit 2012 und finde dich immer noch klasse. Bleibst du, wie du bist. Danke dir. Der Hut ist nicht verloren. Du kannst ihn über das Pferdeinventar wieder ausrüsten. Du meinst in die Taschen greifen und so? Kann ich später ja mal schauen. Aber ja, scheint zu gehen. Schreiben mehrere.
Aber habe ich das dann nicht auch hier direkt als Zugriff? Nö. Einmal nicht. Doch! Nee. Das war ja gar nicht ich. Falscher Charakter. Ja, dann schaue ich später nochmal. Mein Pferd mag mich noch ein bisschen mehr. Kein Wunder nach dem, was wir hier durchmachen. Fange ihn mit dem Lasso. Was? So trabt denn das Pferd jetzt die ganze Zeit so? Ich konnte nicht schneller. Was ist denn dieser Typ? Ist der in die andere Richtung oder was? Leave him to me. Muss los. Ach hier, da vorne. Ich brauche nur immer zu lange, um es zu kapieren. Ja, aber den hole ich doch nie im Leben ein. Wie will ich den denn einholen? A wiederholt drücken zum Schnellreiten, okay. Boah, müssen wir jetzt aber krass abgehen. Komm, vielleicht schaffe ich wenigstens das mit dem Lasso. Möglichst nah ran. Nah ran, nah ran, nah ran, nah ran, nah ran. Und... Yeah! Komm, trampel ihn tot. Fett eingeseift, die Sau. Erstmal mitnehmen, was er da so bei sich hatte. Und jetzt kommst du rein aufs, oder rauf aufs Pferd, Alter. Achso, X. Wollte ihn vorher auch überprüfen, um zu gucken, ob er vielleicht noch eine Waffe hat. Nein, du kommst mit mir mit. Puh, langsam wird's hier dunkel. I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Tommy, holt das Lasso raus! Genau. Machst du heute noch den Überfall auf den Zug? Ich kenne das Spiel nicht, keine Ahnung. Habe aber vor, jetzt nicht mehr allzu lang zu machen. Denn, ja. Das Spiel mag ja großartig sein, aber es ist nicht meins. Es ist nicht meins. Please, I'll do anything. Oh God, please no. Are you trying to test me, is that it?
Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Kannst die Kinokamera benutzen, damit das Pferd von alleine läuft. Erreicht man so dann auch automatisch sein Ziel? Ah, tatsächlich. Mache. Nein. Oder auch nicht. Es hört dann auf. Schade. Aber ich sehe doch die Karte gar nicht. Dann weiß ich doch gar nicht, wo ich hin muss. Levi, danke für 10 Schweizer Franken. Ey, schau dich seit Zelda Breath of the Wild und feier dich übelst. Danke für deine unterhaltsamen und hochwertigen Videos. Ja, heute mal nicht so hochwertig am Start, aber... danke fürs Lob. Let's introduce you to the boys. That's good work. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Du kommst jetzt erstmal mit und hältst die Klappe. Huh. You found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle! Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Auch das geschafft. Mehr oder weniger mit Bravour. Weniger. Ich glaube, wir ziehen die eine Mission da vor uns noch durch. Dann haben wir zumindest hier im Anfangsbereich einiges gesehen. Wie ich anfangs schon sagte, es dauert eigentlich ziemlich lang, bis das Spiel in die Gänge kommt. Also das Tutorial ist sehr, sehr lang. Die Story entwickelt sich auch erst später. Das ist ganz, ganz normal. I'm serious. This is bad. Sehe ich hier irgendwelche Optionen nicht oder was los? Ah, okay. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal.
Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. Uiuiui, jetzt wird gejagt. Ja, Jagen ist ein großer Teil des Spiels, das habe ich auch schon gelesen. Was ich da auch sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass wenn man was gejagt hat, man kann dann entscheiden, was man damit macht, ob man es häutet, ob man das mitnimmt, das Fleisch. Wenn, dann muss man sich aber auch beeilen, damit es nicht schlecht wird. Also man hat da sozusagen ein zeitliches Limit. Auch hier halt wieder sehr realistisch umgesetzt. Das ist schon geilo. So, und einer hat gesagt, während Kinokamera A gedrückt halten, dann folgt das Pferd dem aktuellen Ziel. Okay, sehr gut. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Warum spielst du noch so wenig Nintendo, hat vorhin noch einer gefragt. Erstens stimmt es nicht. Und zweitens, die bringen halt nun mal nicht so viel Neues raus. Und deswegen muss ich halt gucken, wann ich was mache bezüglich Retro-Projekte und so. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Du musst das Wild aufschneiden, wenn du jagst. Oh nein, das will ich nicht machen. Oh gut, wenn ich dafür leckeres Fleisch bekomme. Ich weiß nicht, mögt ihr die Kinokamera? Seid ihr Fan davon? Sie nimmt halt so ein bisschen das Spielerische raus, aber es ist halt schön anzuschauen, finde ich. Dragonstrike, danke für 5 Euro Donation. Hallo Jommy, Grüße aus Luzern. Hast du vor, das Outlast DLC zu spielen? Das wird sich im LP zeigen. Hängt immer auch davon ab. Alles, was ich mache, hängt davon ab, wie interessiert auch ihr daran seid. Momentan schaut's gut aus. The winds died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't. Okay, die meisten feiern die Kinokamera auch, wenn ich das so überblicke. Dann mache ich sie mal wieder an. Es sind schon epische Kamerafahrten. Stop here a second. I see something. Was denn? Was ist los? Ich sehe nichts. Einer meinte auch, das Tutorial ist in etwa einer halben Stunde beendet. Gut, dann versuche ich das noch durchzuziehen. Stimmt, ja. Ein Gun. Eine Gun ist nicht so eine gute Idee. Also, Bogen. Wo ist der Bogen? Hier nicht. Hä? Ah, da. Ich muss aber auch sagen, ich finde dieses Menü übelst umständlich. Bin ich der Einzige, der das so empfindet? You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus.
Ich sehe ehrlich gesagt gar nichts. Adlerauge. Alles klar. Ah, okay, man kann sich auf die Fährte konzentrieren und das jetzt so aufblitzen sehen. Verstehe. Aber auch nur ganz schwer. Es ist dasselbe Menü wie in GTA 5. Ja gut, ich muss sagen, GTA 5 habe ich nur kurz gespielt. Ja, Rockstar hat halt auch seine Fans, ne? Und die kennen sich damit auch bestens aus, deswegen müssen sie dann nichts optimieren. Aber ich finde schon, dass sie etwas zu sehr auf ihre eigene Fanbase und auf die wirklich krassen Hardcore-Gamer bauen. Das Ganze ist eigentlich nie wirklich einsteigerfreundlich. Wait, look. There they are. Quick, get that bow out, Arthur. Bruder, ich bin anscheinend blind, ich sehe die Viecher nicht. Clean kill. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Wo denn? Quick, before they move. Hier ist doch gar nichts. Also er ist hier und guckt in diese Richtung. Da vorne, da vorne. Was sind denn das auch für seltsame Kamerafahrten während dieses Adlerblicks? Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen weit weg, aber wir kommen der Sache schon näher. Kann ich von hier aus treffen? Versuch's einfach mal. Noch eins. Hatte doch schon Schwierigkeiten, das eine Exemplar zu sehen. Aber es war auch echt noch weit weg. Der hat mir halt suggeriert, es wäre in unmittelbarer Nähe. Ist es aber nicht. Ah. Weiter hinten. Da sehe ich welche. Ein oder zwei. Kann man die Pfeile auch wiederverwenden? Ja. Und jetzt? Erstmal weitere killen. Anscheinend, weil häuten oder aufnehmen war nicht möglich. So, jetzt aufpassen. Aber auch hier fand ich das Jagen, ehrlich gesagt, in anderen Spielen ein bisschen cooler. Tomb Raider beispielsweise, aber auch Zelda. Komm, dann schieß mir in den Arsch. Yeah. Und der andere auch schnell. Nein, 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 nein. Wow, great shot. Danke. Wenigstens irgendwas gelingt mir hier. Oh nein, das zweite lebt noch. Ernsthaft? Oh je. Hurry up. She's in pain. Voll den Kopf. Ja. Du lässt es leiden. Ja, ich hab's noch bemerkt. Es ist jetzt tot. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Wie easy er das so aufstülpt. Oh, das tut mir jetzt aber schon leid alles. Aber gut, es ist realistisch umgesetzt. Ne? Wo ist mein Pferd? Hallo?
Ah, da vorne kommt's. Erwarten wir nicht. Tomb Raider hat kein Jagdsystem, ist ja nur draufballern. Naja, doch. Also, klar, es ist letztlich immer nur draufballern. Aber seit dem Rise of the Tomb Raider ist da schon auch ein Fokus aufs Jagen gelegt. Ach, nein, echt? Hinter der Facecam war die Option zum netter erlegen. Also wahrscheinlich nicht ganz so brutal. Aber gut, auf der anderen Seite, bei so einem Tier, was halt im Sterben liegt, sollte man schon auf Nummer sicher gehen. Also im Prinzip war der Messerstich in den Kopf vielleicht jetzt doch eine ganz gute Wahl, weil dann ist es halt wenigstens sicher tot, weißt du? Ja. Ready to head back when you are. Come on, man. Let's head back. Ja, können gehen. Wir waren ja erfolgreich. What are you doing? Die armen zwei. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. Es geht hier halt ums Überleben. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting. Anzeige von Peter ist raus. Naja, die töten selber genug Tiere, also die brauchen nicht so tun. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Mackens Gamer, danke für 5 Euro Donation. Schau dich schon seit 4 Jahren. Danke für all die Videos und Streams und Togethers. Danke fürs Angucken, mein Lieber. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. Das Jagen, Töten und Ausnehmen gehört halt mit dazu. Ja, ich find's auch richtig, weil es soll halt möglichst realistisch hier das ganze Szenario zeigen. Und das war ja so. Ne? Jagen war schon immer wichtig fürs Überleben. Damals mehr als heute. Heute essen wir Fleisch nur noch aus Luxus, aber das ist schon. Ja, es ist halt so. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's fressen oder gefressen werden. Ja, so ist die Natur. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Warte, lass den doch auch einfach nur fertig machen. Hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Der liefert Fleisch für 2 Wochen. Wie der Typ einfach ganz genüsslich weiterreitet. Direkt auf den Bären zu. Ja, ich wollte schon fragen. Er hat doch eigentlich gesagt, wir sollen einen anderen Pfad wählen. Aber das ist schon sehr riskant, was er da macht. Der Bär hat das Pferd erschreckt. Wir müssen das Pferd beruhigen. Ah, okay. Alles gut. Heute zerfleischt er dich nicht. Aber morgen vielleicht. Wir haben nie so viel gesprochen, du und ich. Wie lange hast du mit uns jetzt? 5, 6 Monate? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here.
Ah, sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but das Spiel ist einfach nur geil. Bin jetzt mit dem Tutorial durch und die Spielwelt öffnet sich für mich. Eindruck, lebendig, Atmosphäre ist authentisch und einfach nur wunderschön. Das Tutorial dauert aber schon ziemlich lang, ne? For a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Aber ja, ich glaub's dir. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Dass das ziemlich krass wird später noch. Alexandra, danke dir für 1 Euro Trinkgeld. 20 years. Yeah. You taught me to read. John too. Reh ist gut, aber ich bevorzuge eher Hirsch. Ich eigentlich auch, aber ich hatte vor ein paar Tagen Rehgulasch gegessen und fand es tatsächlich ziemlich eklig. Davor hat es mir immer geschmeckt. Komisch. Tutorial ist viel zu lang, wenn das Spiel ist generell langweilig. Ja, haben wir beide Meinungen jetzt hier mal zitiert. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Wenn man Life is Strange gespielt hat, dann ist Reh nicht mehr lecker. Ja, ich hab's jetzt auch nicht mehr vor zu essen. Hat mich voll abgeschreckt alles. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! Pass auf, jetzt gibt's so voll den Plot-Twist. Die wurden überfallen, sind alle tot. Thank you for showing me how to use the bow properly. Ah, der scheißt gerade. Okay, das ist sehr cool. Aber volle Kanone, ne? Läuft bei dir. Muss man speichern oder geht das von alleine? Weiß ich nicht. Nicht mal die Info wurde mir gegeben. Aber ich denke mal, das Spiel speichert von allein. Wieso kann ich ihn denn jetzt nicht ablegen? WTF? Ja, wohin denn? What a surprise! I found a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing? Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Fine. Jetzt muss ich ihn auch noch häuten. Too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher.
You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Wenige Tage später. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... look out. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? You know, he's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Everyone ready? All right, let's head out. Klar. Heuten dauert an sich länger. Wolltet ihr das wirklich länger sehen? Ich nicht. Find's aber krass, weil das habe ich so in dem Spiel auch noch nicht gesehen. Die meisten Spiele trauen sich das ja nicht, aus gutem Grund. Also du häutest zwar auch in anderen Games, jetzt wieder das Beispiel Tomb Raider. da tut sie halt nur so ein bisschen rumstochern, ne? Aber hier wird halt wirklich ihr ganze Flachs da aufgerissen und schön in die Kamera gehalten. Joa. Zum Glück habe ich lange nichts gegessen, sonst wäre jetzt hier alles voll. Jetzt kommt die finale Mission des Tutorials, die wird dir gefallen. Oha, das ist eine Ansage. Werden wir mal schauen. Kann ich eigentlich auch beim Reiten jetzt irgendwie meinen Hut aus der Tasche grabben? Ich hätte ihn schon gerne wieder. Yep, Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. Hatte sehr zartes Krokodilfleisch, das war lecker. Das war doch auch immer ziemlich zäh, oder nicht? Känguru ist auch ziemlich zäh, finde ich. Du kannst einer Leiche den Kopf zerballern. Danke, nein.
Ja, aber die Mission ist nicht ganz einfach. Pass gut auf. Oh no. Nächster Fail incoming. Ja, du kannst den Hut bekommen. Wie denn? Wo ist er denn? Ich finde den halt nicht. Hut? Hut, wo bist du? Hut. Hier ist nirgends ein Hut. Hut? Kein Hut. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Watch out! Oh, look at you boys. See? RB drücken für Gegenstände, ja. Aber hier ist kein Hut. Was soll das hier der Hut sein? Halstuch. Ach, egal. Noch nicht freigegeben. Warum? Was ist jetzt passiert? Ich habe auf den Chat geachtet. Okay, ich glaube, wir machen doch lieber Kinokamera. Da kann nicht so viel schief gehen. Ich habe mal Froschschenkel probiert und es danach bereut. Ja, schmeckt echt nicht. Bin ich auch der Meinung. Die Option mit dem Hut kommt offensichtlich erst später. Okay. Also habe ich meinen aktuellen verloren. Naja. Das sah mega geil aus. Ja. Das kam vor allem so unerwartet. In anderen Spielen würde halt einfach nichts passieren, ne? Du würdest da ein bisschen am Raum, am Baum rumglitschen oder eine unsichtbare Wand stoßen, irgendwie sowas. Und hier haut man sich einfach mal voll an. Sowohl Pferd als auch Spieler und dann liegt man so heulend am Boden. Ah! Irgendwie witzig. Ich habe vorhin auch was ganz Witziges gelesen, wegen der Kälte. Man kann wohl, ich werde es nicht ausprobieren, aber man kann wohl am Cock des Pferdes sehen, dass der mal kleiner, mal größer wird, je nachdem, wie kalt oder wie warm es ist. Diese Details in diesem Spiel. Yeah. You wanna head down? See how he's getting on? Okay. Schau nach Bill. Jetzt mit oder ohne Pferd? Ja. Hallo? Bill? How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Mhm. Das wird schief gehen. Ich werde bei dieser Mission mindestens einmal failen, weil offensichtlich kommt da jetzt doch noch dieser Zugüberfall. Blöd nur, wenn du eine Stute hast. Ja gut, dann gibt's nichts, was größer, kleiner werden kann, das stimmt. Aber haben wir denn eine? Ich dachte, das wäre ein Gaul. You head back up to the others. I got it from here. Na gut. Let's go, boy. Kommt online auch was? Yes, Red Dead Redemption? Nee.
follow you. No mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Ach, jetzt darf ich hier mein Halstuch anziehen, oder? Ja. Ja, es ist halt immer noch Tutorial, deswegen ist der Hut wahrscheinlich auch nicht verfügbar. Ja, was denn? Willst du mich verarschen? Benutze R. Damit meinen sie doch den rechten Stick, oder nicht? Drücke ich, passiert aber nichts. Das Menü macht mich fertig. Das Menü macht mich fertig. Ist das jetzt ein Witz? Ist es gedrückt halten? Nein, auch nicht. Ja, dann Hilfe. Gedrückt halten, dann loslassen. Ich mach ja, ich mach doch. Hier, schau. Cover your face, Arthur. What the fuck? Warum muss das denn so umständlich sein? Warum denn nicht einfach hier einmal LB? Dann bleibt dieses Menü offen. Ich müsste jetzt den Finger loslassen können. Dann hier halt drücken zum Wechseln und da. Hier. Und dann einfach durch A bestätigen so. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber die Hand hat er jetzt auch. Willst du mich für blöd verkaufen? Ja! Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Where did you find that moron? You said it was fine. It was my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Oh mein Gott. Epic Fail, würde ich mal sagen. Jetzt sollen wir auf den Zug aufspringen, oder was? Ja. Okay. Der eine ist direkt runtergefallen. Tschüss. Oh shit! I got you. Now stop yelling. Oh, shit! Help! Come on! You're okay. Now let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. Aber ja, ihr habt recht, die Mission ist schon episch. Jetzt geht's mal so richtig ab. Feier ich. Soll ich auch mal ein Messer nehmen? Ich darf wieder auswählen. Ich hab noch gar nichts ausgewählt. Diesmal wollte ich es eigentlich selber machen, aber er ist dann von alleine losgerannt, wahrscheinlich weil es zu lange gedauert hat. Ja, das ist ein bisschen scheiße, dass diese Einblendungen immer da unten rechts erscheinen. Meinst du, wenn ich jetzt auf den zurenne, dass ich ihn killen kann? Ich
Probier's einfach mal. Der ist aber nicht alleine, der ist nicht alleine. Da war noch einer irgendwo. Oh, das sind noch verdammt viele. Alter. Versteck dich. Mach mal die Cam weiter hoch. Sonst sehen wir hier gar nichts. Vielleicht hier rüber, hier rüber. Stellen wir sie mal hier rüber. Oh, what the fuck ist passiert? Mein Kumpel ist tot. Ja, was kann ich denn jetzt dafür? Ist doch seine Schuld! Da kann ich doch jetzt nichts dafür, ey. Ach komm. Ja, die Facecam ist im Weg, ja, ich weiß. Einfach scheiße. Ja, aber dann sind wir mit dem Messer auch falsch bedient. Ne? Dann brauchen wir schon das Gewehr. Ich hatte jetzt erstmal gedacht, das ist jetzt ein bisschen sneaky. Kommt ein bisschen Stealth auf uns zu, aber nö. Wir sollen offensichtlich wirklich aggressiv das Feuer eröffnen. Ja, ich mach schon, Tom. So, zack. Schön, dass du mir entgegenkommst, Alter. Voll ist der dumm. Ist der dumm. Der hat sich nicht mal richtig versteckt. Voll easy, dem einen Header zu geben. Kann ich den eigentlich auch darunter schmeißen? Jetzt nur just for fun? Nö. Oh, hallo. Guten Flug. Oh ja. Das ist die spaßigste Mission bis jetzt. Kann ich aber nicht trotzdem hier das da mal nehmen? Ist mir lieber. Alter, was? Oh. Lass mich in Ruhe. Ja! Lokführer ausgeschaltet. Jetzt bin ich der Zugführer hier. Und ich sage, stopp! Halt, stopp! Das hat die Probleme jetzt allerdings nur bedingt gelöst. Treffer. Als ob. Voll verschielt vorher. Da ist noch einer im Waggon. Ey, lauf doch nicht vor mir rum! So kann ich doch nicht zielen! Alter! Was zum... Oh, fuck, sind das viele. Nehme ich vielleicht doch wieder die andere Waffe. Da muss ich nicht jedes Mal nachladen. Ach so, ich bin ja total dumm. Das sind ja unsere Bros. Ich dachte, die hätten irgendwie Verstärkung geholt. Das waren unsere Bros. Ah. Oh, lul. Ich hätte fast auf euch geschossen.
We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't Five, opening this door. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Sinnlos. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Ja, komm, gib her. Ich muss ihn anschauen, oder was ist los? Ja, gut. Mach halt noch umständlicher. But you boys in there might want to take a step back. Egal wo. Seems good enough. Now light the fuse. Here we go. Lol. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Easy. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. My oh We just my. Want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Das ist dann wohl die erste Klasse. Stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay. Let's see if we can get this open. Come on. Come on. Get in there. Brauchst du Hilfe? Ha. Ah. There. See? That's how it's done. Shit. Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. Have you checked all the drawers and cabinets? Yeah. Come on, let's hurry this along, boys. Ist ja auch noch irgendwas Wertvolles? Any luck, Arthur? Nothing much yet. Latin-Taschenuhr, ja, das hört sich gut an. Zigarre. Heute Abend. Was ist noch ein Drink? Ein guter Brandy. Yeah. These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end there? Well, keep no, looking. This looks like there must be something. Leute, die Cam ist bewusst weg. I think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. Auch eine Zigarre. Aber nichts drin in dem Schrank. Okay, gut. Dann haben wir wohl soweit alles.
What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Ja, richtig, war keine Szene mehr, aber wir mussten da ja nach Sachen suchen und da wollte ich die Cam nicht irgendwie störend einbringen. Auch gerade bei den ganzen Briefen und so hätte es halt nicht gepasst. Deswegen. So, will einer von euch mitkommen oder kann ich euch noch irgendwie killen? Tatsächlich, ich kann den echt noch auf die Fresse hauen. Komm, haut ab. Geil. Kümmere dich um die Wachen. Wo sind denn die Wachen? Wie levelt man denn eigentlich Gesundheit und Ausdauer? Das kommt nämlich immer so random, diese Updates. Echt strange. Die Wachen waren die von gerade eben. Naja, dann haben wir sie verschont. Man muss ja nicht jeden umbringen. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Schöne Mucke. Aber das zieht sich durchs gesamte Spiel genauso wie die schöne Optik. Ans Gameplay muss man sich gewöhnen.
finde ich. Aber ich denke mal, wenn man sich darauf einlässt, dann ballert das Spiel schon heftig. Oh je, was ist da jetzt kaputt gegangen? Na klasse. Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up! Nearly there. There. See? You ain't so useless after all. Not quite. Think. If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. Come on, we're falling behind. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Ich hatte mich drüber gewundert, dass das Rad abgefallen ist. Ich dachte nämlich auch, es wäre nicht gescriptet. War es jedoch. Und ich fand es lustig, dass das Ganze mit Gewalt gelöst wurde. Aber ja. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Hast du einen Kommentar mit der Ausdauer gelesen? Ja, du hattest, glaube ich, geschrieben, man levelt durchs Benutzen. Also wenn man häufiger rennt, dann levelt man gleichzeitig auch die Ausdauer. Okay. So, what happened to your track? Ich finde die Optik hier sogar noch schöner als im Schneegebiet. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother, took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. So krass detailliert. Ja. Wait. Sehr realistisch. What's the problem between schon heftig. Arthur? Junge, Junge, wie krass muss denn das dann bitte schön werden, wenn PlayStation 5 und die neue Xbox dann kommen? Scarlet, glaube ich, heißt sie. Also der Project Name. That depends. Xbox Scarlet. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ja, ich denke, wir haben jetzt das Tutorial abgeschlossen und reiten in die große, weite Welt hinaus, wo uns ziemlich viele Optionen offenstehen. Cowboys, Outlaws, working girls. Meiner Meinung nach ist die Grafik generell unglaublich episch. Probably them too. Ja. Let's hope not. And this place we're going.
Schade, dass es nur ein Let's Show und kein Livestream-Projekt wird. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ist ein tolles Spiel, aber wirklich nicht meins. Liegt mir halt auch ganz einfach nicht. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... Well, I figure we must have got it right. Man merkt halt auch, es ist ein sehr ruhiges Spiel, häufig. Gerade diese Gespräche hier, das braucht halt viel Zeit. Das ist, denke ich, dann auch für ein LP oder für ein Livestream-Projekt ein bisschen langweilig. Das ist so ein Spiel, was man eher für sich alleine erleben sollte, finde ich. Ich denke, ich werde es auch privat nochmal spielen. Weil ich habe es auch schon häufig erlebt, wo ich Spiele angezockt oder gesehen hatte und mir am Anfang dachte so, boah, nee, ist eigentlich nix. Und dann am Ende habe ich es mega gefeiert. Also man muss sich einfach manchmal mit den Dingen noch etwas länger beschäftigen. Ich glaube, Red Dead Redemption 2 gehört da auch dazu. Ja. Diese langen Wege zum Ziel fallen negativ auf, ähnlich wie bei Wind Waker. Es ist halt auch ganz gut, dass währenddessen zumindest Gespräche stattfinden und dann die Beziehungen zwischen den Personen untereinander einfach, ja, lebendiger wird. Aber klar, nicht jeder findet Gefallen daran, jetzt hier mit 5 km/h durch die Landschaft zu tuckern. Das ist schon richtig. Macht das auf jeden Fall. Manche Spiele sind besser, wenn man sie alleine spielt. Hm? Da gibt es schon einige Beispiele für. Assassin's Creed zum Beispiel. Ich habe ja kein einziges Let's Play. Alles immer alleine gespielt und bin mir sicher, ich hätte es auch nicht so genossen, wenn ich es als Projekt gebracht hätte. Wieso hast du eigentlich nie Rayman Legends gespielt? Ist auch so ein Ding. Ich hab's zur Hälfte privat gezockt auf der Switch. Auf der Wii U habe ich es nicht gebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau warum. Ich glaube, es gab keinen Platz, weil wir währenddessen irgendwas anderes gespielt haben. War es vielleicht Lego City? I don't know. Ja, und ich konnte halt auch nicht so richtig einschätzen, wie viele haben jetzt Bock auf Rayman. Deswegen, ich spiele das immer, wenn ich auf Reisen bin im Flugzeug. Aber geht das wirklich nicht schneller? Ah doch, im Ticken schon. Head in there, follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Falsch abgebogen. Ob es ist besser, wenn wir die Kinokamera nutzen. Aber mir hat jetzt auch so ein bisschen der Übergang von Tutorial zu Hauptspiel gefehlt. Ja, ich weiß ja nicht, irgendwelche Kamerafahrten und dann nochmal das Logo. Damit man auch wirklich Bescheid weiß, yo, jetzt kannst du machen, was du willst. Oder kommt das noch? Here we are, gentlemen. Home sweet home. Habe ich einen Vogel angefahren? Oh. Das wollte ich nicht. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck.
I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Erst mal eine puffen. Ach, jetzt kommt der Übergang, den ich mir erhofft habe. Chapter 2. Ein paar Wochen später. Alter, das sieht so gut aus. WTF. Road east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Wuhu! Ich habe echt das Gefühl, es wird schöner und schöner. Krass. Und ja, das auf Xbox One X, weil einer gefragt hat. 32 FPS, manchmal auch darunter, aber ich habe kein Problem damit. Ich bin zwar schon jemand, der 60 FPS braucht, aber bei dem Spiel geht auch weniger, meistens klar. Aber Junge, Junge. Die PC-Version, wenn sie irgendwann kommt, wird wahrscheinlich so krass ballern. Oh mein Gott. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur.
You always kept it. And I ain't losing it now. Und wie er schon sagt, wir sind frei. Wir haben nun die ganze Welt vor uns. Also jetzt beginnt das Spiel auch wirklich erst so richtig. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter. Braucht allerdings ziemlich viel Zeit, um ins Gameplay und alles reinzukommen. Ich habe heute nicht immer geglänzt. Aber immerhin sind noch knapp 1000 Zuschauer bis zum Ende da geblieben. Das weiß ich zu schätzen, weil die meisten wollen halt auch meistens immer nur Skill sehen und so. Und das war halt heute definitiv nicht der Fall. aber ja, ihr seid klasse. Ihr seid die Besten der Besten, wenn ihr das jetzt ernsthaft drei Stunden lang geschaut habt. Und ich habe auch ziemlich viel Aufbauendes gelesen. Also ziemlich wenige waren eigentlich salty oder getriggert. War eine neue Erfahrung für mich. War schwierig, aber war doch irgendwie schön. Trotzdem glaube ich Stand jetzt, dass es halt an sich jetzt nicht mein Spiel ist. Ich werde es, wie gesagt, privat nochmal weiterspielen, aber Interessen liegen dann doch ein bisschen woanders, auch vom Gameplay her. Also Steuerung und Menü stört mich halt. Ansonsten Atmosphäre ist top, Grafik ist top, Sound ist top. Ich mag die Gespräche zwischen den Leuten untereinander, die Synchronstimmen sind top. Oh, guckt euch das an, alleine. Also ich empfehle es weiter, egal worauf ihr das spielt, PS4, Xbox One, scheißegal. Mega geiles Spiel. Ist natürlich schade, dass wir jetzt in einem Stream nicht alles sehen können, was das Game zu bieten hat und warum es diese hohen Wertungen bekommen hat, aber dazu müssten wir noch 20 Streams machen. Spielt es am besten selbst, ist es ja geil und danke fürs Dranbleiben, auch wenn ich scheiße gespielt habe. Deswegen frage ich heute auch nicht nach Daumen, habe ich nicht verdient. Aber wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das auf jeden Fall. Gut, schönen Abend, schöne Nacht, bis morgen und vielen Dank mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.